Emskirchen im Freistaat Bayern. Metal-Fan Rainer möchte eigentlich nur Videos über seine Leidenschaft ins Internet stellen. Doch immer öfters erntet er dafür Spott und Häme. Ich lade ein Video hoch, das ist echt ohne Scheiß, ich lade ein Video hoch und schalte es frei. Und was ist? Es ist innerhalb von 15 Minuten auf Lach schon. Spätestens. Dann denke ich mir einfach nur noch, what the fuck, habt ihr kein Leben? Nach einem hasserfüllten Kommentar reicht es ihm nun endgültig. Und wenn jemand meint, ernsthaft meint, dass ich nichts kann, nur weil ich dick bin und weil ich vielleicht der Kassenspieler bin für euch. Ich sag euch was, Mettler sind wesentlich stärker als billige kleine Kacknazis. Er möchte sich im Internet endlich frei entfalten können und fasst einen radikalen Entschluss. Und könnt ihr euch schon mal darauf freuen, am Montag gibt es eine fette, dicke Anzeige. Ihr meint immer anscheinend noch, dass ihr die einzigen seid, die jetzt hier ja rumtrollen können und so weiter. Naja, trollen werde ich euch nicht, aber ich werde euch definitiv weghauen und dafür sorgen, dass ihr Stress bekommt. Ja, bin mal gespannt, was ich auf der Seite noch so finde, denn ich habe da jetzt einige Sachen gefunden. Bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Rainer ist schockiert. Nachdem er seinen Rechner startet, um sich die Reaktionen auf sein letztes Video anzuschauen, traut er kaum seinen Augen. Statt Lob und konstruktiven Anregungen finden sich unter seinen Videos zahlreiche unverschämte Kommentare. Doch selbst jetzt möchte Rainer noch immer nicht wahrhaben, dass die meisten seiner Zuschauer nur daran interessiert sind, ihn zu verspotten. Also gehen wir von dem Wert 300 aus. So, es wären 13% meiner User. Wären dann demnach Trolle. Gutgläubig geht er davon aus, dass die meisten treue Fans sind, die ihn nach besten Kräften unterstützen. Für den Rest findet er allerdings klare Worte. Ihr seid einfach nur noch solche Vollidioten. Das trifft übrigens auch auf Crouchon und Bandiana, Kasper und was weiß ich alles zu, auf diese ganzen Trolle halt. Und dann denke ich mir einfach nur noch, ihr habt in eurem ganzen Leben doch noch nie was erreicht. Drachenlord, nicht so wie die Angerer. Klingling, Schule aus, ab nach Haus, wacht Herr Kraus. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Einen Lichtblick gibt es allerdings. Er hat sich mit seinem Internetkonkurrenten Dennis ausgesprochen und wieder versöhnt. Ich habe mit ihm privat geschrieben und er meint, er soll seinen Weg gehen und ich soll meinen Weg gehen. Das stimmt ja auch.